Hallo Muchachos und schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer legendären neuen Runde, atemberaubenden, ultimativen, epischen Ark Asa Aberration. Ein wunderschöner Kuna Deko. Astarama, hallo Muchachos, Nissepolian, herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge. Heute wird... Was ist passiert? Digga, das war so eine Flashbang. Ach so! Digga, what the fuck, Alter? Ich dachte so, hä, was zum Fick ist jetzt losgegangen? Getreu dem Halloween-Motto Süßes oder Saures hat Triebwerk ein genial gruseliges Angebot bis zum 31.10., wo ihr massiv sparen könnt. Wähle zwei süße Geschmäcker und du bekommst gratis dazu sauren Apfel plus Blutorange in einer super stylischen Halloween-Box. Meine Klassiker sind natürlich nach wie vor Blue Grenade, Himbeervanille und Kaktusfeige. Diese vier Aimbus-Dosen bekommst du dann für 69,99 statt 148 Euro. Und mit Muchacho 10 sparst du sogar noch 10%. Apropos 10%, 10% gibt es natürlich auch auf die Shots und die Kaugummis. Die Shots wirken nach 15 Minuten, man hat wenig Flüssigkeit, also falls ihr so eine Konfirmandenblase habt wie ich, ja, dann ist das perfekt für euch. Ist für jeden ab 17 geeignet, ob im Studium, Berufsleben, Freizeit oder bei der langen Autofahrt. Der Wachmacher einfach komplett ohne Zucker. Und die Kaugummi wirken schon nach 5 Minuten. Kaugummi mit langanhaltendem Geschmack, nicht so wie diese Dinger, die nach 2 Sekunden einfach nach nichts mehr schmecken. Und kein bitterer Beigeschmack. Die Kunst ist es, dass man es in ein so kleines Dragee, 50 Milligramm Koffein verpackt und der dann auch noch schmeckt. Also Muchachos, checkt die Gums und die Shots einfach mal ab. Wie gesagt, darauf gibt es auch nochmal 10%. Und jetzt noch gruseligen Spaß. Ach, du hast dir so einen Samen geklaut, ja? Yes. Ah, easy, die sind zum Jingling-Tame übrigens. Ja, hast du schon 2 Milliarden Mal gesagt. Ich weiß. Also, was machen wir heute? Heute gehen wir ins Winterbiom, wollte ich schon sagen. Heute gehen wir ins Blaubiom. Aber erstmal wichtig, ja. Muchachos, guck mal, was wir hier haben. Blusor, Blusor. Guck mal, hier können wir richtig unsere Base selber reinballern. Ich will hier sehen. So. Ich sehe nichts. Ja, weil du die Einstellung nämlich nicht richtig hast. Also, Muchachos, es ist wirklich eine Einstellungssache. Ja, es hat 100 Jahre gedauert, bis wir es gerafft haben. Ihr müsst eure Shadow-Einstellung, ja, müsst ihr auf High haben. Mindestens High. Epic dürfte auch funktionieren, auf Medium nicht. Es muss High sein, dann funktioniert das. Vielleicht funktioniert das sogar mit den Schatten, dass ich mich da so vorstellen kann. Warte mal. Hast du es jetzt auf High oder hast du es auf Epic? Auf High. Warte mal. Da sind ja so Striche dazwischen. Guck mal! Lululis, können wir so Schattenspiele machen hier? Blalalala, wie geht der Hund nochmal? Wollen wir rumknutschen hier in Schattenmäßig? Komm mal her hier. Komm, lass mal rummachen hier. Ja, wer guckt zu dann dabei? Ich muss uns gegenseitig anschauen. Ja, okay, das geht nicht richtig gerade. Okay, Muchachos, also ihr wisst Bescheid, ja, so funktioniert das. Da können wir nochmal richtig schicke Bilder bauen. Und heute werden wir aber auf jeden Fall ins Blubium gehen. Die Leute haben sich schon beschwert, ja. Der gute Tox hat nämlich geschrieben. Ja, also die Folge gehen wir mit den Spinos ins blaue Biom. Hat ja gut geklappt. GG. Ja, wir haben dann ja erstmal, das war, also ne, der Plan ist ja immer erstmal da und dann muss man ja gucken, ob der Plan auch funktioniert. Ne? Und am Ende waren wir ein bisschen beschäftigt mit, ich glaube, neue Spinos aufziehen. Ja. By the way, hier ist er, Juli. Der neue, coole, gute Spino. Hat jetzt auch mittlerweile 8 KP. Habe ich ein bisschen gelevelt. Muss allerdings auch geforce-feedet werden, damit er auch voll wird. Oder ich park ihn mal eben neben so einer Heilpflanze da hinten. Also sie funktioniert doch nicht. Ich dachte, damit heilt man nicht. Oder ist das jetzt doch anders? Nur bei den wilden Heilpflanzen, okay. Nicht bei den selbst geplaceden. Wo hattest du irgendwo doch hier auch eine, oder? Nach oben gehen, Richtung Metall, wo die Treppe gebaut ist. Ja, ah, daher habe ich. Da ist auf jeden Fall was. Dann kicken wir mal, lass ich den mal hier stehen und hoffe mal, dass der so ein bisschen geheilt wird. Wo hast du denn, bitte, ganz, ganz wichtig, wo hast du die Megalos? Ja, die habe ich irgendwo weggepackt. Ja, sag Smithy. Mir vor, Alter! Guck mal in die Smithy. Hab ich irgendwo weggepackt, Digga. Ja, so ein Kackeiern? Quatschkrams da. Smithy. Oh oh. Hilfe! Hilfe, ich ertrinke! Yes, Digga, habe ich. Also du wolltest ja keinen haben, ne? Nee. Okay. Ansonsten haben die Leute gesagt, zieht ja nicht ins blaue Biom um, weil die Base einfach gigantisch nice aussieht. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall für... Ja, aber da kann ja Marvin nochmal so ein nice Ding bauen. Für das Ding, Kuss geht raus. Was die Leute aber gesagt haben, man könnte uns
oder man könnte sich hier vielleicht runterbauen. Entweder mit einem Fahrstuhl oder mit so einer legendären Moria-Treppe, die da so runterführt oder die Wurzeln lang geht oder wie oder wo auch immer. Das könnte natürlich auch nochmal sein. Also ich fände es ja auch cool, wenn wir diese Cliff-Plattform, die wir haben, halt nicht da lassen, sondern wirklich da an so eine Wurzel dran bauen. Wir könnten natürlich von hier aus... Guck mal, da, wir haben ja auf unserer Höhe ungefähr sind ja Wurzeln. Ja. Wenn wir so eine Seilbahn darüber schießen, dann könnten wir die Cliff-Plattform dahin machen und über den Seilrutschen hin und her reisen. Digga, ich hab einen Megalotherosattel gebastelt, Digga. Was ist denn ein Megalotherosattel? Das ist doch der Hirsch, oder nicht? Das ist der Hirsch, ja. Wie heißt der denn? Megalosaurus. Ey, das ist aber auch schon ein bisschen gemein, oder? Megalosaurus, Megalotherosaurus, also... Ja, kann einmal passieren. Kann mal passieren. Wir brauchen unbedingt wieder Metall. Ich glaube, wir sind fast metalllos. Ja. Und hier vielleicht auch nochmal... Ich wollte gerade mal... Können wir schon einen Chakruk bauen? Ja, das müssen wir dann später machen. Das können wir so zum Ende hin. Ja, wenn das Haus hier fertig ist, sozusagen als Sektflasche. Klong! Dann legen wir den Chakruk hier rein. Vorher ist Chakruk nicht würdig. Chakruk ist nämlich das legendärste Item, was es in Aberration gibt. Okay. Aber ja, Chakruk ist auf jeden Fall legendär. Chakruk! Ich hab nichts gesehen. Ich nehme den nicht ernst hier. Ja, das ist ein super geiler Chakruk, Junge. Digga, der kommt ins Feuer, wobei, der ist nicht würdig. Am besten oben in die Chill Lounge, ne? Wir haben ja hier so ein bisschen. Hier, guck mal. Digga, das bedarf auch einer richtig geil zeremoniellen Begleitung, den Chakruk hinzulegen und dann so ein Blaskonzert. Ja, das ist der. Da geht da so der Gigantor rüber. Das ist der Chakruk hier. Das ist der schon mal für die Gemütlichkeit, aber der offizielle, der kommt erst. Okay. Wollen wir los? Ich hätte richtig Bock und von da aus dann eine Seilrutsche nach unten, dass man irgendwie so mitten im Blue-Biom dann ist. Was kriegt der schon an? 137 Damage. Macht der Megalosaurus? Ist in Ordnung. Ist jetzt nicht der heilige Gral, ist in Ordnung. Ich nehme ihn trotzdem mit. Und er hat nur 2 KHP. Ja, der hat gerade sogar nur 1,9, Digga. Das ist schon sehr, sehr weak. Aber okay. Oh, schnell on a walk. Was machen wir mit dem Spino? Wollen wir noch kurz warten? Ausgewachsen bist. Wollen wir noch kurz 1 Minute 20 warten, dann können wir den einpacken und dann können wir los. Welchen denn? Wir haben wieder einen neuen. Wie? Wie? Vor dem Ofen. Ach so. Ja, stimmt. Ja, darauf sollten wir warten, ja. Ansonsten brauche ich, glaube ich, noch einen Spinosattel. Du kannst den herstellen, oder? Ich kann Spinosattel craften, ja. Ja, hätte ich gerne. Dankeschön. Jo, mache ich sofort und dann kann es auch losgehen. Crafting war, glaube ich, in der Smithy, ne? Spino. Brauchen wir Narkotik, ja, ne? Hier ist noch einer drin. Ach, dann hast du sogar schon letztes Mal eingecraftet, stimmt. Okay. Ja, weil ich so schlau bin. Und dann geht's los! Können wir Narkotics herstellen noch? Ich habe jetzt 150 dabei, ein bisschen mehr als 150. Dann hol dir kurz das Spino-Baby und dann gehen wir los. Spino-Baby? Ja. Wollen wir runterspringen? Richtig YOLO oder? Hier oder was? Ja. Also, könnte man machen, aber ich weiß halt nicht, wo der nächste Ausgang ist, den wir rausgehen können, ne? Dann lassen wir's. Was wir auf jeden Fall auch mitnehmen sollten, haben die Leute auch in die Kommentare gebrezelt. Jemand hat geschrieben, die Aquapilze. Ich weiß nicht, ob er das vertauscht hat mit diesen braunen Pilzen. Aber es kann sein, dass es dort Giftpilze gibt, die uns fertig machen und nur diese Aquapilze helfen uns dort. Das könnte sein. Soll ich den Spino wirklich nehmen? Ich habe ja schon 3. Nimm einfach mal was mit. Hier, Claim, warte mal, ich schau mal kurz die Stats an. Der hat keinen guten Damage-Wert. Ja gut, dann pack den rein. Soll ich den wegschmeißen? Ja, wegschmeißen auf gar keinen Fall. Wir könnten den einfach hier runter schicken. Nein, das ist ja zu böse. Haben wir nicht so ein Opfer? Ich bin jetzt angefixt von diesem einen Strategiespiel, Warshippers of Cthulhu. Da muss man nicht auch so ein paar Bürger zwischendurch mal an Cthulhu opfern. Ich wollte könnten hier so einen Opfersteg machen. Ich wollte ja auch noch so einen Palast machen, wo man auf jeden Fall so einen Namen reinbrätet von den Supporter, ne, apropos Phelps und die anderen auch. Und da kann man ab und zu einfach auch Dinos opfern in diesem Palast. Ja, das finde ich gut, ja. Ja, okay.
Dann würde ich sagen, leichte Dame, Schließmuskelzerberste, Babylachs, gehen wir los, ne? Gehen wir los! Hä, wo ist denn mein Spino? Ja? Sind doch nicht so klein eigentlich. Juli hieß der. Dann nehme ich ihn nochmal kurz mit. Juli? Hast du einen eingepackt? Ja. Nee, hab ich nicht. Ich bin doch gerade zugekommen damit. Ach nee, ich hab den ja oben an den Pilz gestellt. An den Heilpilz. Heilpflanzen, Pimmel. Pimmelpflanze. Heilpimmelpflanze, Pilz. Ja und. Ja. Okay, jetzt ist der. Oh, er glänzt aber schon so ein bisschen. Nimmst du dich den Schließmuskelzerberster mit? Juli ist voll. Könnte ich auch machen. Ich dachte jetzt Juli, weil hier ist imprinted. Stimmt, würde mehr Damage machen. Ja, warum nicht? Damage machen, ja. Gibt es da auch diesen Tame-Bonus da? Was ist dein Spino für Geschlecht? Ja, genau, deswegen. Babylachs ist weiblich. Scheiße, Juli auch. Haben wir nur einen männlichen Spino bisher? Echt? Das wäre richtig weak, ey. Haben wir hier noch einen? Der müsste jetzt gerade ausgewachsen sein. Pantanta. I choose you. Pantanta ist männlich. Ja, dann Abfahrt, ne? Habe ich aber, glaube ich, weniger. Der ist nicht 8 KHP. 8 KHP ist aber auch schon strong, ey. Digga, warum habe ich denn die ganze Zeit so viel Hunger und so viel Durst? Ich geh mit Juli. Okay. Babylachs. Wir gucken, ob Juli leider sterben. Oh, ich muss vielleicht auch ein paar Sachen ablegen. Juli hat ganz viele Öl dabei und Siliziumperlen. Ja, das wäre ultra nice. Ich leg auch mal so ein bisschen was rein. 5000 AP sollten wir Minimum haben. Die Pinsel kommen weg. Benzin brauche ich eigentlich auch nicht. Egal. Okay, ab nach unten! Auf zum Atem! Oh, Tokyo! Mal sehen. Also wir waren letztes Mal nicht sonderlich weit drin, ne? Da haben wir hier schon bald wieder umgedreht. Es ist einfach so ein tödliches Gebiet, ey. Das ist so crack, ey. Hier sind Titan-Boars. Hier kommen zwei Arthropo... Ja. Kurz rüberlaufen. Sackläuse. Ja. Solange die nicht hier rumspucken, ist alles in Ordnung. Titan-Boar. Digga, wie viele von diesen schmutzigen Wesen da rumlaufen? Wer baut sich denn hier eine Base auf, ey? Da bist du doch komplett verloren. Genauso wie... Wir. Ja und nein. Wir haben damals... Ich muss mal gucken, vielleicht... Oh, hier ist der erste Scheißkäfer. Ja, wollen wir uns den direkt snacken? Was haben wir für snacken? Level 20. Ja, Level ist doch scheißegal, oder? Brätst du den 4 Kilo Scheiße rein und Abfahrt. Ja, hast du da irgendwas, was mich umbringt? Oh, hinter dir kommt ein Megalo. Megalo Level 25. Das ist ein Gigantopithecus? Digga, das ist ein Gigantopithecus, ey. Links von dir, Megalo. Ja, ich hau rein. Okay, ich tame schon mal den Scheißkäfer, ne? Ja. Eine Armlänge Abstand. Kacke auf die 9. Ja, die machen schon echt gut Damage. Hat schon geklappt! Wir hatten auch irgendwelche Leute, die den Dino haben wollten, oder? Ja, da haben wir bestimmt einige. Also, Muchacho, schön die Kommentare brezeln. Ein paar Namen haben wir uns schon aufgeschrieben. Ich glaube, gerade bei den Kackkäfern gibt es einige. Warte mal, wir hatten doch hier... Weil die Kackkäfer, die sterben nicht so schnell. Die Kackkäfer bleiben am Leben, höchstwahrscheinlich. Ein Scheinhorn! Scheinhorn, was möchten Sie? Scheinhorn. Was brauchst du? Primate? Spinos, wir haben ja alle Leute, die Spinos genannt werden wollen. Und ein Bulldog habe ich hier, okay, da müssen wir noch warten. Falls ihr, Muchachos, ein Scheißkäfer, ein Kackkäfer sein wollt, falls ihr Mr. Kacki sein wollt, dann... Haut euer Nickname in die Kommentare und dann kriegen wir das hin. Mr. Kacki wird eingepackt. Auch nicht. Der vielleicht. Neues Ding. So, wo ist ein Schein? Digga, Hauptsache... Oh. Ich laufe hier auf dem Boden rum, Alter, und Marvin haut einfach ab, Alter. Ich bin gerade auf meinen Spino aufgesessen, da kamen hier gerade 4 Titan-Boars an. Ja. Die meinen Arschloch aufreißen wollten. Ja. Mit Marvin als Teammate ist man einfach aufgeschmissen. Da ist doch alles gut gegangen. Los. Ja, aber nur, weil ich ein Profi bin. Kleine Popo. Nicht, weil ich deinen Support hatte. Kleine Popo. Kann ich da mal rüberlaufen und Damage machen? Oh, ein bisschen Kacke gemacht. Ey, hör auf! Das war dein Viech. Hier ist noch ein Scheinhorn, oder? War hier nicht gerade... So. Ist noch ein Scheinhorn. Wie tapet man die? Ich habe jetzt die braunen Pilze reingedrückt. Ging sehr, sehr schnell. Sehr, sehr schnell. Also, gerne reinschreiben, wer möchte hier so ein Bambi-Verschnitt sein. So, auf jeden Fall gezähmt. Hier habe ich gerade einmal braune Pilze bekommen. Welche waren das?
gibt ja zwei braune. Die Aurig und die Agravic. Das sind die Agravic. Okay. Wo ist denn der Lachs? Kann ich gehen oder mach ich den dann platt? Kann ich so. Könnte sein, dass du ihn platt machst. Ich weiß nicht, wo der ist. Jetzt. Der war gerade noch hier. Ich sehe auch gar nichts. Naja, der war auch nur Level 20. Wir haben ja auch diesmal die Flora auch gar nicht runtergestellt, oder? Stimmt, ja. Oh, hier ist wieder eine Spinne, Marvin. Oh, eine Spinne! Will ich aber nicht haben. Baumelt gerade vor mir. Stimmt, warte, ich mach mal gerade die Flora auf 6. Ja. Kann ich irgendwo Pilze sammeln? Ich kann dir welche geben. Die Hälfte gebe ich dir. Ja, pack mal eine Spinne rein. Thank you. Okay, dann halte ich die Augen offen und tame den nächsten. Na, ich guck so ein bisschen nach unten. Hier ist er schon wieder. Oh, die Spinne. Greift die mich an? Die greift mich an, komm mal, die greift mich an. Alter, sind die... Das ist sogar ein Baby-Scheinhorn. Den kann ich sofort tamen. Ey, die Spinne muss ich leider platt machen, weil die mich angreift. Will sie aber eigentlich nicht angreifen. Lass mich doch einfach in Ruhe, ich will dich gar nicht umbringen. Ich habe einfach das Level 20 Baby-Scheinhorn Shein genannt. Schöner Name, Dick. Schöner Name. Ich habe jetzt noch einen Cryopod. Ja, aber wir haben schon mal schöne zwei coole Tames, ja? Muss man einfach sagen. Zwei Scheinhorns und ein Kackkäfer. Stimmt. Hat sich schon mal gelohnt. Backup. Hier nach rechts war doch unsere alte Base damals, oder nicht? Ich habe keine Ahnung, Mann. Null Ahnung. Digga, was machst du? Was machst du? Ich mach gar nichts. Oh, hier ist sehr viel Ravager. Greifen die uns an eigentlich? Wäre schon lebensmüde, oder? Wollen wir die angreifen? Nö, ne? Alter, wie viele, ey. Macht gerade keinen Sinn. Oh, hier sind aber Kackkäfer, die man tamen könnte. Wir bräuchten eigentlich schon mehr als einen Kackkäfer. Ja. Ja, komm, lass die angreifen hier, die komischen Viecher hier. Weg mit den Viecher. Jetzt kommt alles, Alter. Weg mit den Viecher. Hast du den Kackkäfer umgebracht? Alter, läuft doch. Ey, jetzt hast du den nächsten umgebracht. Es waren zwei Kackkäfer waren hier. Beide hast du umgebracht, Alter. Weg mit den Viecher. Ey. GG, Alter. Mach sie plotty. Boah, da kommt noch mehr Ravager, Digga. Er stirbt. Oh, da hinten ist jetzt wieder. Was ist das? Das ist irgendwas Helles, Digga, den will ich haben. Leuchtet einer. Ja, lass dir alles freimachen. Aber ein großer. Alles freimachen, Digga. Hinter dir. Ja, komm nicht dran. Okay. Also ich stell mich kurz hier oben drauf und gucke, was das für ein Geschöpf ist. Das ist ein Pyromane. Digga, den haben wir letztes Mal auch schon gesehen. Wie zählt man den, Digga? Mit einem Flammenwerfer oder so? Ich hab keine Ahnung. Hier steht Cooked Meat. Aber guckt, wir können nur Cooked Meat, Cooked Prime Meat oder Cooked Lamb Shop. Ja. Oder Extraordinary Kibble. Wir können auch hier ein Lagerfeuer machen. Ich hab sogar Prime Meat dabei. Welches Level? Ich hätte auch Prime Meat dabei, der ist Level 40. Eigentlich ein bisschen low, aber wir hatten noch nie einen Pyromane. Ja, wollen wir einfach mal drauf. Ist der Bola-Bar? Geht das dran? Nee, ne? Mal kurz hier Passive machen. Wenn du mit einer Bola dran gehst, dann steht da... Ja, ich habe keine Bola dabei. Geht oder geht nicht? Warte, ich versuch's mal. Oh. Wo ist der? Da? Nee, merke ich gerade noch nicht. Warte, ich gehe ein bisschen näher. Ja, geht! Geht. Okay, dann mach Dings. Ja, erstmal ist hier die Schlange. Achtung, Titanbohr, ja. Mach Lagerfeuer. Die Frage ist jetzt, soll ich schon mal drauf gehen? Oh, der sieht schon ultra fett aus. Der hat 1,7k. Ich glaube, das kriege ich alleine hin. Ich versuch's mal, ja? Ja. Die wollte ich wieder haben. Ich wurde angespuckt! Achso, da ist eine Atopo neben dir im Busch. Hab sie umgebracht. Ey, der kann sich gar nicht bewegen. Guck mal, ich kann hier einfach chillen. Ja. Okay, geil. Praktisch. Nehmen wir, wenn sich der König der Löwen nicht wehren kann. Digga, der sieht ultra fett aus, ey. Geil! Hilfe! Oh! Alter! Oh! Er liegt, oder? Er liegt. Alter, ist der so nicht reingesprungen oder was? Hey, war das noch, so ein Raketenstart? Digga, ich brenne noch ziemlich lange. Was kann ich machen? Ich trinke was. Ins Wasser springen. Wo ist Wasser? Trinken, glaube ich, hilft nichts. Ja, ins Wasser springen. Ich kann nichts machen. Was essen? Da muss ich dir gleich ein Bett bauen.
Hey, alles gut, ich bekomme nicht so viel Damage. Warte mal, was, wie heißt denn das? Pyomir Enflamed. Okay, okay. Hast du jetzt schon ein Lagerfeuer gebaut? Natürlich nicht. Hey, was hast du denn die ganze Zeit gemacht? Ja, ich habe dir Rückendeckung gegeben. Einer muss auch hier aufpassen. Hast du wirklich noch kein Lagerfeuer gebaut? Das ist jetzt mal... Nein! Okay. Okay, okay. Dann gebe Rückendeckung. Dann baue ich jetzt mal ein Lagerfeuer. Und ich halte jetzt gerade auch Ausschau akut nach einem zweiten Da unten ist ein nächster Pyromane. Oh mein Gott, hier. Ganz normaler Stein, der richtig viel... Hier ist noch ein Pyromane. Zwei Pyromanes sind hier unten noch. Und da ist auch Megalosaurus. Der richtig viel Metall abgibt? Digga, nice. Level 10 Megalosaurus. 15 Pyromane. Mhm. Und der da hinten ist Level 25. Aber da ist noch ein Flint. Megalosaurus Level 20. Auch kacke. Ich krieg hier einfach keinen Flint. Ja, ich würde gerne wissen, wo wir unsere Base hier früher hatten. Hast du Flint? Zufälligerweise nein. Ich brauch Flint. Ein Flint brauche ich nur. Spitzhacke, von dem Stein, ne? Hier kein Flint. Level 150 Pyromane! Hallo, gib mir Flint, Brudi! Digga, ich hole mir den 150er Pyromane jetzt, Alter. Krieg ich hier ein bisschen Flint? Mit der Spitzhacke, ne? Nicht Axt, Spitzhacke. Ja. Ach, wirklich? Ja. Ah, hier zum Digga, Blick, ich hab instantly Flint bekommen, Alter! Ja, dann war ich bei einem falschen Stein hier. Beruhig dich. Dieser Lachsnacken, ey. So. Digga, meint ihr, Digga, aber der 150er Pyromane, der fickt mich doch gleich richtig ins Gesicht, oder? Wir sollten doch beide drauf schießen. Lass uns doch erstmal testen, ob das Warp jetzt so geht, wie wir es vorhaben. Danach kannst du den immer noch downen. Warum soll das nicht so gehen? Digga, du kennst Ark. Alle neuen Dinos, da muss man irgendwie einen Flammenwerfer und keine Ahnung was benutzen. Es würde mich wundern, wenn es genau, also wenn es einfach wirklich mit Essen reinbrezeln geht. So. Es wäre schon vergleichsweise ein relativ einfacher Tame, ne? Ja. Deswegen. Ich kann zwei Bolas craften. Ich brauche bitte einmal Holz. Holz? Ich habe drei Holz, habe ich. Drei Holz, Digga. Ja, Holz. Um da eben Primi zu braten, soll es auch reichen, oder? Ja, okay, warte mal. So, dann habe ich selber. Mach Primi rein. Digga, mach wirklich zwei Holz rein, ey. Ja, ich habe halt nicht gerade. Was soll ich machen, wenn ich nicht mehr habe, Alter? So. Soll ich mir das aus den Rippen schneiden oder was? So. Wird ordentlich durchgebrezelt. Digga, einfach. Digga, wenn wir gleich einfach. Wenn das funktioniert, Digga. Wenn das funktioniert. Einfach Pyromanes haben, Alter. Ich pack hier noch mehr Primeat rein. Warte mal, er ist. Cooked Meat. Ja, cooked Primeat 4 sogar nur. Also. Sollte eigentlich relativ schnell gehen, ne? Sollte easy weasy gehen. Ich check dir nochmal gerade ab, wegen was der sagt, wie viel ich da brauche. Hab schon vier jetzt. Okay. Ballereien wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Mal schauen, ob es nach oben geht. Es wäre so schön, Digga. Es wäre einfach so schön. Wo ist der Pyromane? Hä? You must own Fantastic Tames. Was ist Fantastic Tames? Muss man da wieder was kaufen, oder was? Das ist DLC noch. Ach, lol. Ey. Ja, ich dachte, das wäre in diesem Bob's Tall Tales drin. Deswegen, also ich wusste, dass es ein DLC ist, aber ich dachte, es wäre in diesem Bob's Tall Tales drin. Ja, und ja. Ja, kauf ihn, oder? Na, wir kaufen das bestimmt nicht, Digga. Ob doch, um hier ein Dino zu bekommen, musst du Geld ausgeben? Das kostet, glaube ich, nur 40 Euro oder so. Irgendwie. Nein. Ey, es kostet, glaube ich, nur 5 Euro. Was für Geldgeier, ey. Also, ist schon, Digga. Was für kranke so Geldgeier, eine Bezahlschranke zu machen. Alter Schwede, Ark. Ey. Oh mein Gott, ey. Was für eklige Sackfürze, ey. Es ist schon scheiße. Boah. Ey, aber, Digga, ich werde den 140er schon tame, oder? Ey, dass man dafür Geld ausgeben muss. Stell dir das mal vor, du machst ein Spiel, was es schon gibt. Veränderst die Grafik ein bisschen und machst daraus einen Vollpreistitel. Und baust in dieses Spiel, was es schon gab, was jetzt einfach ein bisschen grafisch besser ist. Bastelst da auch noch Schranken ein mit Dinos, die du bezahlen musst. Bezahlen! Ja, das ist schon. Das sind ja Wildcard Studios. Ihr seid solche Sackfürze. Das ist schon sehr Schmutz, muss man sagen. Ey, da müsste man eigentlich sagen, Arg, fest mal aber nicht an, unterstützt man nicht. Aber wir haben so die Ausrede, wir sind Content Creator. Ja, wir sind Content Creator, wir brauchen Content Creation und so. Digga, echt, aber das würde ich nicht kaufen, Digga. Das finde ich schon frech. Fantastic Tames Pyromane. Das ist sogar nur der Pyromane. Da sind nicht mal noch andere Sachen dabei. Ja, was kostet das? Bewertung größtenteils negativ. Ja, 4,99. Du bezahlst 5 Euro für den, Digga. 5 Euro. Ey, aber soll ich machen? Nein, mach das auf gar keinen Fall, denn unterstützt ja nur diese
Okay, Muchachos, diese Geldmacherei, ey. Wir sind Gamer, wir lehnen uns auf gegen die Ausbeutung der vereinigten Gamerschaft durch gierige Entwicklerstudios und wir machen das nicht. Ja. Der Pyroman, da wir jetzt hier auch kein PvP-Event oder irgendwie sowas haben und irgendwie den Pyroman PvP-mäßig gegen unsere Gegner irgendwie bräuchten, weil die den haben und uns damit wegficken und wir ihn nicht haben, weil wir das Geld nicht ausgeben wollen. Ein PvE-Event ist nicht so wichtig, deswegen machen wir das nicht. Ja. Gut, Muchachos, wir sind im Blaubiom. Wir werden jetzt hier noch ein bisschen erkunden. Mal schauen, was hier noch so auf uns wartet. Vielleicht könnten wir... Haut ihr mal in die Kommentare, ob wir es kaufen sollen oder nicht. Vielleicht finden wir ja unsere alte Base, ja? Wäre auch nochmal ganz interessant. Den Baseboard. Hier ist auf jeden Fall... Digga, hier sind einfach... Hier ist überall Metall. Digga, was wir brauchen... Ja, hier ist Metall. Oh, ist hier alles voller Metall? Ey, ja. Wir machen hier auf jeden Fall... So eine Metall-Gatherer-Homebase. Ja, müssen wir sogar sagen, weil die Spinos können jetzt nicht so viel tragen, dass wir jetzt irgendwie Metall mitnehmen können. Oh, yeah, baby. Aber ja, wir machen uns dann hier so eine. Wir machen ehrlich, Digga. Oben in die Wurzeln machen wir diese riesen Cliff-Plattform rein mit Seilrutschen zu unserer Hauptbase oben am Wasserfall. Und dann machen wir Seilrutschen nach unten auf dem Boden, irgendwo, wo Metall ist. Dann machen wir noch eine kleine Base mit Öfen. Ey, da oben ist jetzt doch schon unsere Base, oder? So ein Seillachs. Guck mal, hier nach oben. Das ist unsere Base. Da ist unsere Base, ja. Da steht leichte Dame. Da ist der Wasserfall. Da ist der Wasserfall, ja. Links rüber hier. Oh mein Gott, Digga, da müssen wir hin. Also, Muchachos. Nächste Folge, Muchachos. Ja. Nächste Folge. Wird geilen Scheiß geben. Daumen nach oben, schmettern, Beschreibung auschecken. Wie gesagt, haut eure Meinung zum Pyromane in die Kommentare. Und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder. Bis dahin reingehauen. Ciao, ciao. Bye, bye.